Du musst deinen Haken. So, Audio mit einbeziehen. Weit normal funktionieren. Kannst du einfach mein Dashboard aufhören und dann kann man einfach mal hören. Kann man. Ja, hier. Hated Dashboard. Ich bin nicht gescheitert. So. Was ist das eigentlich mit der Hintergrundmusik von FIFA? Das ist eine gute Frage, oder? Das kennen wir genau dann, wenn wir den Stream eingeschaltet haben. Ja? Twitch Ball! Also, jetzt was du sagst. Ich hätte mir die gedacht. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Soll das schon? Nein. Was ist da drin? Nee. Da sagt schon keiner was, mir ist das wurscht. Das sind die Strikers, da darf keiner was sagen. Eben. Na, sind wir ja. So weit oder weit? Nein. Ich muss das Ding schnell einstellen. Kategorie. Ich war 20 Grad am letzten Mal leicht, aber Sport, Simulation, Deutsch. Fertig. Passt. Gut, starten wir. Gut, Meilen noch. Hab ich schon. Jo, kommt's. Also mit Frankreich sind wir gestern eigentlich recht gut gefahren, ne? Ja. Dann schaut's mal, fahren wir weiter mit Frankreich, oder? Darf ich auch sagen. Mit Pape. Und dem Kim Pepe. Wer hat der Knössig gesagt, pressen die Kim Pepe. weil er die Panini-Bild live gemacht hat. pressen der Kim Pempe. Zu dem einen hat er das gerade Mongo gesagt. Ja. zum Torwart von Leipzig, da war ich da. Zum Fogo war er halt. Hallo und willkommen zu dieser Begegnung. Donnarumma. Heute sind wir sogar im Wembley Stadium. Wolfuß und der Kollege Frank Buschmann begleiten Sie auch heute wieder durch das Spiel. Wir zeigen Ihnen am heutigen Tag eine Partie aus den Online-Saisons, in der Sie vorzeitig den Klassenerhalt sichern können. So, starten wir da. England gegen Frankreich. Oh, das könnte was werden. Schöne Flanke. Sehr schön! Da haben wir das Tor noch drei das den Klassenerhalt bringen ist das könnte, erste im Moment hätten sie es! Unfassbar! Glaub, das Ding könnte noch ganz wichtig werden! Ganz ehrlich! Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Ist der Rahim! Die Engländer bleib oben! Voll besonders zurück! Vorteil England. Es war kein Foul. Er entscheidet auf Foul, aber da kann er die Verwarnung noch stecken lassen. Kanté mit dem Ball. Kanté blockt den Ball ab. Ach, das gibt's doch nicht, die haben schon lange auf Pass gedrückt. Problemlos hat er hier den Ball. Wo ist denn der Fessler, oder? Sei froh, dass er noch mal fängt. Kanté. Kanté ist das. Da wird der Mittelstück geil. Super dieses Zuspiel. Da ist die Chance. Tolles Tor. Das ist natürlich ein Volley, wie er besser nicht geht. Wir schauen nochmal auf den Treffer. Da ist zuerst die Flanke. Und dann lässt er sich das nicht nehmen, wenn er aus so kurzer Distanz zum Abschluss kommt. Er macht ihn. Pogba am Ball. Das ist beeindruckend. Sie spielen Pass und Pass und Pass und Pass und Pass und das mit einer solchen Sicherheit. Sensationell. Das geht's doch nicht. Vorne jetzt die Balleroberung. Ah, das war halbherzig, dieser Zweikampf. Das geht's nicht. Jetzt komme ich zum Schließen. Hier wird er gar nicht. Ich kann mal Bühne nehmen. Er geht daneben und da haben doch ein paar Meter gefehlt. Na, komm ich nicht hin. Ballverlust England. Rabiot. Er klappt dann oben. Tja, hi, das gibt's nicht. Da kommt der Pass. Rashford. Harter Schuss, aber mit der Bellini. Knapp die Angelegenheit, also da hat wirklich nicht viel gefehlt. Mit der Bremse ist es noch mehr abgegeben, oder? Tja, hi.
Das geht's nicht. Der haut einfach weg. Raheem Sterling. Na, oh na. Er pariert, na. Aber der Ball bleibt im Spiel. Ich komme an keinen Ball mit. Heute soll der vorzeitige Kasten erhalten. Ich lupfe da eben an und drüber. Und er schlägt mir weg. Zwei Tore fehlen ihm jetzt. Ja, aber wer soll die machen wollen? Und die müssen hier jetzt die Wende schaffen. Und ganz ehrlich, das gibt's nicht. Überhaupt nicht aus. Bei uns war es ein Foul. Nein. Ach, ich bin hier heute aufgespielt. Das ist ein vielversprechender Pass. Sterling hat den Steilpass. Sie können sich befreien. Tolle Aktion. Griezmann. Pogba jetzt. Am Ball Griezmann. Schönes Zuspiel. Achtung jetzt. Jetzt schön. Da ist das Tor. Da ist der Ausgleich. Oh, das schlägt nicht. Der Benzemann. Der Kucht jetzt erst einmal selber so schön. Denn wenn sie jetzt noch in Führung gehen, dann ist es das. Ein Sieg reicht. Oh. Wir schauen uns nochmal die Entstehung des Tores an. So, da ist der Konter. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Sehr schön, sehr schön. Bleibt dran, ja. Bleibt dran. Die Engländer verlieren den Ball. Pavard. Paul Pogba. Kimmel sich nur noch nicht. Klasse Flanke. Oh. Oh. Jetzt haben wir ja, ich wollte am aber nimmt wieder nicht ohne. Kylian Mbappé-Lotin. Den Ball hat er. War der so oben? Ja, freilich. Ich denke, dass genau zu dem einer hinfliegt, der genau im Abseits steht. Da weiß ich, der Vorhersehbar. Trip hier. Oh, abgefangen von Pogba. Ganz wichtiger Punkt. Benzema. Gute Boah. Aktion vom Keeper. Hechtet da zum Ball. Sehr aktiv, das sehr aufmerksam, sehr beweglich. Das waren eigentlich die Brüder, so wie hier zu sehen. Ja. Und noch eine Ecke. Ja, du und der Kopfball, das... Scheiße, das kippt. Ecke kommt ins Zentrum. Ja. Den Zweikampf verliert er. Griezmann am Ball. Rabiot. Antoine Griezmann. Varane. Gut verteidigt. Nice! Die springen, die stehen sich wieder hier drin. Jetzt schwissen sie in Minuten. Da kommt das Zuspiel für Sterling. Das ist mit dem Mitte. Hohen Zuspiel. Was für eine ja. Technik! Mit diesem Volley macht er da das Tor. Das ist natürlich eine überragende Szene. Ja. Jetzt also Frankreich hier in Rückstand. Das beste Saison. Antoine Griezmann. Pogba will den Ball. Ja, das sah so gefährlich aus, aber der Ball ist erstmal weg. Der Pavard wünscht Juan, wie er mich abbringen kann. Ballverlust England. Pogba. Ja, da nimmt er den Ball ab. Sehr gutes Tackling. Und jetzt Griezmann. Oh, das könnte was werden. Mono selber. Und jetzt der Schuss. Oh. Und den hält er fest. Gut gemacht. Ich will nicht wissen, was der Pavard ist. Ich weiß nicht, was die Vornummer noch ist. Einwurf Frankreich. Wo wäre da hinten dran mit dem Dude? Den Ball spielt er raus. Gute Ballführung. Und das will er jetzt alleine machen. Es gibt's ja so nicht. Der ist so langsam. Da wär's fast passiert. Er ist der Benzemann. Conte. Gut und fair das Tackling. Griezmann. Das ist die Chance. Eine Drehung und Schuss. Da ist der Ausgleich. Ja. Und sehr schön. Bin hier da. Drehen sich auch mit der Griezmann. Ich ist gerade mit Tricks nehmen und vergessen, dass du kein Tee bin. Ja, das ist schon bitter. In der Situation den Ball zu verlieren. Wir sehen das nochmal in der Wiederholung. Es kommt halt 3-3 noch hin. Nicht mehr. Das wird ausgenutzt und es fällt das Tor. Darf nicht sein. Nachspiel gibt abseits. Da läuft er. Er ist sehr zuversichtlich. Könnte was werden. Guter Schön. Pass. Da ist jetzt Platz. Jetzt ist der Platz da. Da ist er!
Kopfballstark. Kopfballstark wie im Weg. Aber ich bin rein und wieder mal gesetzt. Aber ich schon Kopfballstark bin. Das wollte ich jetzt um jeden Preis verteidigen. Da machst du 4 Tore in einer Hälfte und bist trotzdem nur ganz knapp. Du bist nur in der ersten Halbzeit. Ja. Es war jetzt ganz wichtig, dass es 4 Treffer in der Halbzeit. Ja, ne, ich hab 2 Tore geschossen. Frankreich geben in die Führung in den zweiten Durchgang. Spiel läuft wieder. Ich meine, kein T-Tricks, das ist. Wenn du wieder beim Tricks, dann ist es Griezmann. Du musst genauso schnell. Pogba. Kimpembe mit dem Ball. Lukas. Benzema. T ist das. Nee. Pogba am Ball. Und schön. Ja, klasse. Kennedy. Ball sah viel für Foul. Ja, sehr schön. Ah, das muss er besser lösen. Müsste Geld geben. Chili, der und geil. Buschi, ich sag's dir ganz ehrlich, aber ich kann die Entscheidung des Unparteiischen nicht nachvollziehen in dieser Szene. Bin ich ganz bei dir. In der Situation nur Gelb zu geben, ist einfach falsch. Griezmann mit der Chance, gute Position. Ich glaube, das kann sehr gefährlich sein. Ich darf noch nicht mehr an die Minister bewahrt. Der Treffer lag so in der Luft, der kann gerade noch klären. Nee. Und jetzt Griezmann. Da ist Pogba. So, klasse Pass. Ah, klasse Tackling hier. Doch. Chance zum Konter jetzt. Sehr schön. Tja, Ball wieder weg. Da müssen sie einfach konsequenter sein bei so einer Konter. Schlecht von mir. Der Pass kommt an. Da ist er heute extrem sicher. Ja, oh, ich hätte denkt, der hat vielleicht du gehört oder so. Kanté geht dazwischen. Richtig. Gut aufgepasst, da kommt er an den Ball. Das ist Freistoß. Das ist doch noch faul. Nur bringt so, bringt er den Freistoß direkt. Eine erhebliche Distanz. Super gemacht vom Torhüter. Oh, da hat der Freistoß. Pavard. Ball gewinnt. Nein, nur Affe, du am Kanté. Wieder Kanté, Affe, du. Und die Oberzahl. Weiter mit Vorteil England. Das war einfach für den Torwart. Der Vorteil nicht. Ja, Kilian. Guter Pass. Haben wir schon gesehen. Ganz gefährlich. Kilian. Gehalten. Oh, eine ganz also, starke Szene. Ich hätte jetzt mehr dabei für dich. Ist dieser Rechter? Er muss runter. Folgerichtig, würde ich sagen, oder? Ja, er hat einfach einen schlechten Tag erwischt. Angesichts. Kopfballstark, jawohl! Da bin ich wieder. Ich hab meine Kopfballstark. Damit ist das Polster noch wieder. Könnte es jetzt sein. Jetzt ist Nervenstärke gefragt. Jetzt müssen sie es über die Runden bringen. So nutzt man eine Ecke. Ball kommt gut rein, dann ist er da. Ahnt, weiß vielleicht sogar, wo die Kugel hinkommt und lässt sich das Ganze nicht mehr nehmen. Den holt er sich mit einem guten Tackling. Es gibt's nicht. Es gibt's einfach nicht. Gute Balleroberung. Was machen Sie draus? Auf Außen ist Platz. Pogba. Ja, geht gut dazwischen. Ich ärgere mich so über mich selber, ne? Ich kann's da gar nicht schauen. Schönes, hohes Zuspiel jetzt. Der Konter war Weltklasse, der Abschluss eher nicht. Nee, Wolf. Und jetzt werden sie sich natürlich ärgern. Das war eine richtig oh, gute Chance. Hund am Kanté, du. Rashford. Ah, oh, da geht er vorbei. Junge, war das knapp. Ja, da können sie jetzt durchatmen da hinten. Da waren sie doch noch zur Stelle. War noch mit ganz zurück. Ja, was ist das für ein Bulter? Ich habe ganz normal Pass gespielt. Nee, der Umkehrt ist auch. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Steckt keiner mehr frei. Pavard. Pogba. Da ist Benzema. Die Franzosen mit einem Angriff jetzt. Benjamin Pavard.
gefährlich jetzt. Der Versuch war harmlos. Der Corner schießt nicht. Na, so geht es aber. Jetzt ist er sehr schön. Chance erlebt. Ach, Kim Griezmann, diese paar Schuss nicht. Super. Das sah nach einer Verwarnung aus. Ja, keine gute Aktion. Nein. Es gibt hier Gelb. Aber welche? Ja, sie brauchen ihn vor allem fürs Spiel nach vorne. Er sollte sich ein wenig zurücknehmen. Ich bin einfach hingerätscht, weil ich mein... Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Nein, das war ich, das war mir dabei auch bewusst. Mein guter Einsatz, Posten, er hat den Ball. Kanté geht dazwischen. Mann, gute Chance für eine Flanke. Macht den ja, Muxus. Benjamin Pavard. So. Ball draußen, gibt Abstoß. Doch, geht der Abstoß. Weil es den gewirkt hat. Ja. Abstoß, ja. Aber ich will nicht Abstoß. Da verlieren die Engländer den Ball. Ja, magst du jetzt passen? Er spielt den Pass auf den Flügel. Das ist Wahnsinn. Der Ball auf die Außen kommt nicht durch. Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Wirklich gut, dass du Kopf ist das kannst. Am Ende nicht. Nee, warum spielst du da? Ich nicht richtig, kommt nicht hinter dem. Ah, kein guter Abschlag. Was können sie jetzt draus machen? Was ist das denn? Durchatmen erstmal ja, nach diesem Fehler. Nach dieser Unaufmerksamkeit. Aber dann ist er wieder da, verhindert das Tor mit der Parade und macht seinen Fehler wieder wett. Ah, Ballverlust von Pogba. Bist du der Innenverteidiger? Ballgewinn, gefährliche Position. Stark gearbeitet hier. Jetzt Benzema am Ball. Ist beim letzten Spiel wieder unter. Schöne Aktion. Gute Idee dieser Ball. Tor durch Benzema. Das macht einfach immer wieder Spaß, ihm zuzuschauen. Gerade auch bei solchen Spielsituationen. Ist mal wieder voran. Da schauen wir uns das Tor noch mal an. Zunächst der wirklich gute Pass in die Tiefe. Und dann sind zwei Mann völlig frei vor dem Torhüter. Was will der da machen? Keine Chance. Das wird heute wohl nichts mehr für sie. Das Spiel ist fast vorbei. Den hol ich noch! Das ist auch eine meiner. Starke Aktion, denn es sind Verteidiger stehen. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Ach, oh. Sie machen das Tor. Das haben sie natürlich perfekt gemacht. Sind früh draufgegangen, früh gestört. Klasse Aktion. So. Oh, Pause gemeldet. Ja, die sind jetzt schon oben laufen lassen können. Nur eben. Ja. Die Nachspielzeit noch. Da geht das nicht mehr. Also denkt, ne, das gebe ich mir heute mal wieder nicht. Totale Dominanz. Warum wollen die nicht mal wieder neu einlohnen? Ja, aber wenn der einer rausgeht, dann büfft es mir wieder komplett aus, glaube ich. Da haben wir ja gestern den letzten zwei Spiele auch nicht viel gespielt beim Dörfer. Das stimmt allerdings. Aussicht, Titel, Liga 4. Ja, schau. Das wisst ihr mehr. Titel, Liga 1. Ja. 4 Spiele, 3 Siege, 1 verloren. Das war nicht mein Problem, wenn wir wegen X-Break gewinnen werden. Bin mir sicher. Warum wollen wir eigentlich immer mit Verteidiger das Ding machen, dass wir schießen? Aber das ist, ich bin der Pavard. Haben wir gerade schon gesehen, dass der nicht kann. Bleiben wir wohl noch mehr, wo wir hier da. Bam! Ja. Kannst du einem Rasenblut am zweiten hin. Dinger. Paris Saint-Germain. Hallo zusammen, heute melden wir uns aus Paris, genauer gesagt aus dem Parc des Princes. Wolf Fuß und Frank Buschmann sind live vor Ort. So ein Spiel lassen wir. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Jetzt müssen wir genau hinschauen. Warum wird der Christbaum um und leicht? Ich hole nichts da auch hin. Nein, ich war schon durchgewinnen. Ich habe die zweite Ballrolle gewonnen. Jetzt kann die Hereingabe kommen. Rabiot. Ach, jetzt macht er nicht das, was ich will. Wo haben wir Verteidigung? Wo treibt sich der umeinander? Pogba. Oh, Ballgewinn hätte gefährlich werden können. Wo treibt sich unsere Verteidigung umeinander? Jetzt müssen sie aufpassen. Da setzt er sich gut ein. Was macht er jetzt? Wunder wieder quitt. Nun Griezmann. Ball. Also, ich
Ich bin so doof, ich sag's dir, weil es ist. Karim Benzema ist ein bulliger Mittelstürmer, fast schon eine aussterbende Gattung. Ja, in diesen komischen Zeiten der falschen Neuen vielleicht, aber mittlerweile der Blick, spielt die Tendenz gesagt. Ja doch wieder mehr zu einem ja, physisch präsenten aber Mittelstürmer, warum, dass der so richtig für Alarm sorgen kann. Wieso Pimpus und alles durchspringen macht? Schön. Griezmann. Flanke jetzt von Griezmann. Der ist noch heiß! Genau, den hat er geholt beim ersten Mal. Ja, ich bin auch mit dem Kopf gegangen. Ja, schon. Da ist das Tor, der Ball ist bereits früh gebrochen. Ja, weil ich mit dem Kopf gegangen habe, der trinken will. Karim Benzema hat das Kopf voll umgeholt. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Weil der selbst der Neuer gegen Ronaldo mit einer Hand, weißt du schon, hat einen geholt in seinen Schuss. So ist der Hugo Lloris auch gerade gewesen, mit einer Hand. Hat er schon entwickelt. Papa. Die Franzosen verlieren den Ball. Speedy. Es gibt Einwurf. Nein, wir führen seine. Ich bin irritiert. Kylian Mbappé Lothar. Heißt noch einmal über den Berg gestorben. Ja, weit schnell dran war. Ja. Ja, frei vom Tor. Ecke kommt in 60. Ja, nicht. Der Torwart geht da gar kein Risiko Lessende ein. Faustet den Ball weg. Paul Pogba! Was macht er draus? Sie haben diese Partie jetzt. Und das Link aus. Sieht im Moment gut aus. Und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Genau so nicht anders. Wir schauen nochmal auf die Wiederholung. Da setzt er sich durch. Und dann ist Kylian Mbappé da. Zeigt einmal mehr, warum er vor dem Tor so gefährlich ist. Treffer aus der Halbdistanz, wieder eine starke Szene. Oh, mir hat es gespenst. Antoine Griezmann. Wer drei in der Woche redet. Flanke jetzt von Griezmann. Das ist alles so langsam. Da ist nicht einer dabei, der nicht in den Stutzen reden kann. Tun Sie die Verteidiger. Oh, come on. Kimpembe. Vorne der Ballgewinn. Rabiot! Oh, genau. Der Torwart ist da, hechtet zum Ball und bereinigt die Situation. Das macht er hervorragend, das zeichnet einen klasse Keeper aus, mal. Ein echter Rückhalt. Die Ecke kommt von Griezmann. Da passt Lloris auf, aber wirklich schwer war es auch jetzt, nicht. Ich hätte jetzt nicht so dramatisch hier verbrochen. Ach, weird. Lukas. Nun Benzema. Er kann ihn nicht aufhalten. Griezmann. Nee, da muss er sich gar nicht groß anstrengen. So, er fährt mehr drauf machen. Keine Frage, aus der Distanz, das war eine dicke Chance. Ach, Kim. Schau, hier nimmt er nicht mit. Ruhig. Nur noch der Torwart vor sich. Ist abseits. Na, da hat das Timing nicht gestimmt. Ja, bin so dumm, sich ja, weil einfach ich, mal ein Herz, Schuss aus der Distanz, aber genau keine große Torgefahr. Das, nee, das war überhaupt. Am Ende doch zu unpräzise, da hat eine Menge gefehlt. Ich habe ihn Streaming nicht geschaut und wieder aufgewiegt. Nun waran. Weil ich gerade sagen wollte, hol sich jetzt unsicher an, das war wieder dagegen und dann kippt der Bühne so. Ja, lebe den Fokus und Success. Die Franzosen über außen. Das ist der Kylian. Was hier, ja. Okay, kommt jetzt die Flanke? Klar, gibt Einwurf. Nee, der Ball ist weg, es gibt Abstoß. Ja. Was war denn jetzt? Ich weiß jetzt nicht, was das für eine Taktik war, aber wenn das hier haut, dann machen wir das auch. Ja, das war jetzt wieder klar. Rabiot. Jetzt vielleicht die Flanke. Guter Einsatz, Ball ist erstmal wieder weg. Ich bin nicht hingekommen. Jetzt, ich schwöre, normaler Pass. Wo geht der hin? Irgendwo. Mbappé, das sieht nicht ungefährlich aus. Der Pfeil war einfach gestorben. Sie können sehr nicht schön klären, sind weiter im Bedrängnis. Sehr schön. Sie bekommen den Einwurf. Vorne jetzt die Balleroberung. Schöne Aktion. So, halbwegs. Klar.
Kanté. Er hält ihn. Ist es denn zu fassen? Hier ist ein Schusshut. Sie brauchen ein Tor. Nicht. Vielleicht können sie bei dieser Ecke verkürzen. Die Fans sind zuversichtlich. Der Ball kommt rein. Die Gefahr ist klar, erstmal ist wieder nicht. Da haben sie Platz. Jetzt vielleicht der Konter. Oh, da ist er durch. Abseits selber mit eigenen Hälften aus der Kämen. Das ist der Riesenfolge. Mbappé! Mit dem Konter sind sie hier erfolgreich. Und wenn du das Ding so perfekt spielst, dann kannst du eigentlich jede Abwehr der Welt aushebeln. Ein tolles Tor. Komplette Dominanz einfach. Man, nee, nicht umsonst. Kilian, das ist jetzt natürlich schon ein bisschen einseitig hier. So ein Vorsprung. Kilian, bereits in der ersten Hälfte, mein lieber Mann. Kilian, the duck. Gut aufgepasst, da kommt er an den Ball. Sehr clever. Oh. Jetzt wieder aber arrogant. Jetzt vielleicht. Sehr gut. Was dauert dir? Da muss der ganz genau, mal wieder alles schlecht. Da macht er die Tricks nicht einfach. Mein Gott, nein, es ist so krässel. Vielleicht steht mal mit mir aufspielen. Benzema. Griezmann, Riesenchance. Wunderschön. Lass mich wieder mit den Tricks nehmen. Tony Griezmann. Das war wieder so eine klasse Szene. Das kann er einfach wie kaum ein anderer. Stimmt, erfüllt es leicht immer, wenn du Tricks fängst. Das ist das Signal. Da ist es immer, wenn ich im Angriff bin. Also wirklich fast jetzt nicht. Und dann kann ich auch keinen Post nicht spielen, das gibt sich nichts. Ja, nächstes jetzt noch mit dem eigenen Axt rein. Die Franzosen verlieren den Ball. Ich habe Kindsituationsmomente, sag ich das schon. Sechst du, jetzt kann ich auch nichts da. Immer wenn ich im Angriff bin, da haut er den Pass jetzt zu spät aus. Eine Minute Nachspielzeit bekommen wir noch. Das ist gerade scheiße. Ja, aber. Haben wir mit einem anderen Rechtsverteidiger? Ja, ich weiß nicht. Dann werden wir da noch einmal schauen. Ich sah schon irgendein Innenverteidiger gelangen, der schneller ist, wenn ihr draußen. Nach der guten ersten Hälfte sind wir gespannt auf den zweiten Durchgang der Franzosen. Haben wir nicht vom Hernandez vorbei, also den Bruder vom AC Mailand und Theo Hernandez, der ist sauschnell. Aber das ist wieder Linksverteidiger, aber den kann man rechts ausspielen lassen. Weil der war halt sauschnell. Dieser zumindest. Pass landet bei Mbappé. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Das gibt's doch nicht. Viel zu hören ist hier nicht mehr von den Rängen. Entspricht aber auch ein Stück weit. Der Leistung der Mannschaft, ne? Ja, die sind einfach schlecht. Ja, der Pavage ist man nicht drum rumreden. Karim Benzema. Ja, zu drei wieder ist zu spät. Ja, ins Tor ausgeklärt, sie bekommen die Ecke. Moritz, glaub ich noch was tun. Kurze Ecke. Kurze Hereingabe. Parade von Lloris, weiter geht's. Und den haben wir schon mitgegeben. Ja, super, den Pange aus der Karte. Pogba. Jetzt das Anspiel auf dem Flügel. Jetzt ist der Varan! Ja, abseits! Griezmann im Abseits! Der hat frisch die Arbeit erwischt, oder was? Sakrament. Ich komme jetzt zu der Varan für dich. Ballverlust. Rabiot. Griezmann. Der ist aus dem Abseits ausgerinnt, oder? Benzema. Ja. Der ist schön. Drin! Schön. Wunderbar. So nicht anders. Einfach ein sehr schönes Kombinationsspiel. Einfach zwischen den Bavarian Strikers. Dominant. Da schauen wir uns das Tor nochmal an. Da ist der François. In die Tiefe. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidiger. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Klasse aufgepasst. Genau, ich wusste das jetzt diesmal. Das war doch klar. In der Kilian schon mehr rennt. Pogba jetzt. Kanté hat den Ball. Kanté, das sieht gefährlich aus. Sehr schön. So, Situation bereinigt. Oh. Wenn man denkt, hoch und weit bringt Sicherheit, ne? Schwacher Zweikampf, da muss er anders hingehen. Den habe ich aber schon eingelaufen, um zwei extra rauszuholen. Deswegen glaubst du, dass es nicht war, dann würde es einem. Den Ball köpft er ins Seitenhaus.
Gute Balleroberung. Hund wäre hinten war fam. Ich bin eh vor vier gerannt. Ja. Und jetzt wird es Einwurf geben. Ich möchte das Geld. Ja. Jetzt rennt er raus. Das gibt's nicht. Ihr rennt zu gehen schwerfen. Jetzt müssen wir da den Bullen nehmen und ins Haus rennen. Und nun wenn es blöd für den Einwurf. Auch das macht er wieder klasse. Die Chance auf den Konter. Schöner Pass von Benzema. Ball jetzt bei Griezmann. Der muss reingehen. Tolles Tor. Das ist natürlich ein Volley, wie er besser nicht geht. Jetzt kommt er wieder. Oh. Da ist die Szene nochmal. Ja, ich glaube, das ist das vierte oder fünfte Spiel in Folge, wo man nicht 90 Minuten spielen will, habe ich so das Gefühl. Ja, nein, das Gefühl. Ja, totale Dominanz in Liga 4. Was willst du da warten? Ja. Weißt du, wenn wir uns angestellt haben, dass wir Liga 4 kommen, haben das selbst, wenn wir das tun, und haben uns gescheit angestellt. Ja. Wir brauchen einfach Liga 4 für die Mannschaft. Ja. Und da schaust du mal, ob wir nicht den wie gesagt, den Theo Hernandez dabei haben, und den stellst du dann für ein paar Weine. Na, normal ist dieser Linksverteidiger. Ja, ich sortiere den, glaube ich, auf der normalen Karten. 94 Tempo. Dinkney oder Dein, oder wenn man den ausschmatzt, den haben wir. Und wir sind es keine anderen Außenverteidiger nicht. Dubois heißt der. Naja, der hat 77 Tempo und der Pavard hat 73. Also er war ein bisschen schneller. Ja, mir ist wurscht. Wenn es nicht da ist, nee, wenn ich noch nicht. Ja, wir hätten heute noch eine Long Lane. Ja, aber für die Außenbahn. So, der für Tempo. Longley hat 83 Tempo. Wann da noch rein? Fort? Na, heute, oder 78. Der Digne oder dein wird ja heute, der ist Linksverteidiger mit dem 83 Tempo. Jo, da haben wir den. Da haben wir den rein, weil. Jetzt müssen wir ein wenig schneller. Für ein. Ja. Der Pavit Pavard ist wirklich ein langwaschiger. Ja, der kommt auch für die Tiefebank. Der hat nämlich ungefähr mal gar nichts zu wissen. Ja, für mich spielt die Kontinuum nicht mehr. Oh, Gegner gefunden. Gegner gefunden. Ha, Fimmer, das sind dummer. Verschreiß nicht wieder, verschreiß nicht wieder. Verschreiß nicht wieder. Jetzt bin ich der Varane, oder wer ist das? Das ist für einer. Ich bin der Abio. Hernandez. Bin ich der Lucas Hernandez. Also der Hernandez schaut nicht so aus, wenn ich echt da schaut, ob ich überhaupt nicht da. Aber null. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen England. Hier in Paris, herzlich willkommen hier im Parc de Princes. Ja, sein Kommentar zu Wolf Fuß und Frank Buschmann. Warum Harry Kane, oder? Begleiten. Wir haben heute für Sie ein Spiel aus den Online-Saisons. Das immer ein Sterling und Rashford in dem der vorzeitige Aufstieg geschafft werden könnte. Frankreich ja. Gegen Marcus Rashford. Abgepfiffen, das war abseits. Arno Wick. Super Tackling! Es gibt's doch nicht, da kommt kein Pass so. Kein Pass! Und Eckstoß! Wichtig! So, Ecke kommt! Da kommt ja, der Feister! Ball ist raus! Nein, jetzt der Versuch. Was für eine Szene. Das ist jetzt so einer, der Ballonschutz brillant gemacht, aber eben kein Tor. Mein Gott, war das knapp. Digne. Digne hat den Ball. Pass mit viel Auge. Abseitsstellung. Schauen wir mal auf. Snusenspitzel. Snusenspitzel war drin. Schöner Pass. Sie können sehr nichts schön aus dieser Szene machen. Herr Griezmann. Pogba jetzt. Das gibt's ja nicht. Ich hab mal, du spielst ohne. Ich bin jetzt überhaupt nicht auf die richtige Weg, dass du oben spielst.
Weil da wird die gleich wieder auf uns zubringen. Das ist ja brutal. Digne. Benzema. Guter Körper einplatziert. Da ist die Ball. Ich wollte gerade ohne spielen. Den Ball erobert, da macht sich der hohe Druck bezahlt. N'Golo Kanté. Griezmann. Das da mit der schon wiederholt mal. Bobby. Lukas. Da passt er. Passt doch! Wie passt doch eh? Karim Benzema. Den Ball holt er gut verteidigt. Dem im Point hat, das weiß ich nicht. Um Gottes Willen. So dumm im Point nehmen. Jadon Sancho. Ich komm ihm nicht noch. Ganz unglückliche Nummer. Ein Eigentor. Das kannst du kaum. Das war wirklich unglücklich, dass der Ball sein kannst du kaum verzeihen. Aber der Feistler tut auch nichts, ne? Schönes Eigentor. Sollten sie einen guten Schuss gesehen, wenn ich ehrlich bin. so einen flachen, schwerfen Schuss. Sollten sie einen gesehen. Das glaube ich, auch nicht gesehen, dass man so einen Bullen so perfekt Fogbar mit der Grätsche trifft. Das ist ein vielversprechender Pass. Ich glaube, ich auch noch nicht gesehen. Ich hab mich extra duckt! Du kannst dich nicht extra ducken. Das hat er selber gemacht. Nein, wenn ich auf Schüssen drück. Dann duckt er sich nicht! Ich hab mich extra duckt! Ballverlust England! Das. Boah, wenn du mir erklärst, wenn man sich duckt, dann hab ich so gut. Da auch heute Apps in Grund sich fix! Simon! Also ich. Ja, könnte gefährlich werden jetzt. Der Kind bin ich für sauber treffen. Ja, Ball draußen. Die das genau ist so lochhaft langsam ins Eck. Ecke kommt in den 16er. Ja, ja, klasse. Ball erstmal weg. Kanté. Ich drücke auf Pass und der passt einfach 5 Jahre lang nicht. Er kann ihn nicht aufhalten. Oh, nun Pogba. Oh, sehr schön, sehr schön gesehen. Steilpass kommt nicht an. Abgefangen. Hätte eine gute Aktion werden können. Ich bin los. Das könnte was werden. Komm, setz. Ja. Elfmeter, klarer Fall. Und wenn die den verwandeln, dann ist hier wieder alles offen. Dann ist hier wieder alles drin. Das war der letzte, oder? Und jetzt gibt's Elfmeter. Und gelb für das Foul auch noch. Warum darfst du jetzt durchstoßen? Genau, ja, deswegen. Gehalten! Ja, ich konnte es nicht schießen. Klasse, da hat er geahnt, wo der Ball hingeht. Vielleicht der Ausgleich bei der Ecke. Da müssen sie den Ballverlust hinnehmen. Ja, hau ihn mal auf, ich kann den auch schlecht. Ball draußen wird Einwurf geben. Rabiot! Ach, das ist doch harmlos. Er versucht es mit dem platzierten Ball. Ja, aber der ist gescheit gekippt, aber das war das Problem. Defensiv machen sie es gut. Kanté. Da ist Pogba. Pogba. Super Pass. Klasse gespielt, guter Steilpass. Tor! Jawohl! Da ist er Tor! Und das ist ein wichtiges Tor! Vielleicht sogar ein entscheidendes, denn Stand jetzt wären sie aufgestiegen! Antoine, das grüßt Griezmann! Antoine, der Crocodile Griezmann! Sie haben ja also den Ausgleich aber geschafft! Aber richtig schön rausgepackt! Ich war schon am überlegen, ob ich nicht lupfe, aber... Ich habe nur gedacht, nein! Ich will gerade so ein bisschen lupfen, weil ich wissen, dass ich nicht gesehen habe, was rauskommt. Versucht er hier tatsächlich den Alleingang. Da kann er sich den Ball holen. Pass von Mbappé. Gefahr ich wollte die ganze Zeit lupfen, aber er hat mich nicht los. Du hast dir den Pass sagen. Rashford. Sterling. Grealish!
blockt den Jawohl. Schuss. Oh. Sehr wichtig, sehr wichtig. Da rennt er mit dem Turm und passt bis zur Mittellinie. Guter und Zweikampf. Alles, was ich drücke, funktioniert nicht, weil die ungefähr mit Arsch langsam sind. Da ist die Szene vorbei. Kimi Kilian nicht vorbei. Sauberes Technik von ihm. Jetzt ist er durch. Ja. Geil, das ist doch ein Witz, sowas. Das ist doch jetzt ein schlechter Witz, Kim. Das ist ein schlechter Witz. Da kassieren sie das Gegentor. Total unverdient. Den Weg zum vorzeitigen Aufstieg versperrt. Mein und das heißt, sie müssen reagieren, ist ja keine Frage. Und total unverdient, weil es eigentlich ein ausgeglichenes Spiel ist, ne? Frankreich unter Druck jetzt. Sie liegen hinten. Das ist von wie viele Kämmer? Eine Minute Nachspielzeit bekommen wir noch. Jetzt bist du wieder umgefressen, jetzt geht wieder nichts mehr. Ruhig, Brauner. Ja. Gut dazwischen gegangen, im eigenen 16er. Nach so, und jetzt kommt ein Hotzer, Pammer, naja. 2 zu 1. Nimm mal Glück von dem, was da immer nehmen die Tür hast. Für die zweiten 45 Minuten echte Spannung verspricht. Jetzt kommt der Trimmer rund und dann läuft die Matt. Deiner Pfeffere. Geht es doch wieder mal, oder? Ja, weiß nicht. Live, Park the Post. Hört ihr das Klo gegangen? Zweite Hälfte läuft, England momentan in Führung. Griezmann mit dem Ball. Paul Pogba. Ich drück die ganze Zeit schon auf Pass und er tut's nicht. Ich habe keine Ahnung, was ich falsch mache. Pogba. Er bügelt seinen Fehler aus und hat den Ball vorbei. Zurück. Kann er weit einwerfen? Wenn ja, dann könnte es gefährlich werden. Jetzt Benzema am Ball. Er stellt den Körper rein und kann den Schuss blocken. Die Ecke ist die Chance auf den Ausgleich. Die Ecke kommt von Griezmann. Die Kopfballchance, aber das ist ärgert ihn auch, sieht man. Schlecht vielleicht wollte er da am Ende zu viel, das war vom Timing nichts. Rashford. Macht er ihn! Stark! Oh, unnachahmlich und so kennen wir ihn. Ecke kommt rein. Ja, ganz sicher. Ball ist auszulassen. Hilft nicht. Er holt den Ball hier. Ganz stark. Das gibt's nicht. Immer irgendwo eine Faust dazwischen. Immer irgendwo. Phil Foden. Geblockt hier von Pogba. Chance zum Konter jetzt. Griezmann. Flanke abgeblockt. Ja, genau. Da kommt er genau hin, weil der einen Fuß so weit ohne bringt ihn echt. Ecke kommt! Da ist das Tor! Ja. Unheimlich wichtiger Treffer! Ja, sie werden jetzt aufgestiegen, aber sie müssen konzentriert bleiben. Und auch gesagt, Kopfball ungeheuer. Es kann noch viel passieren. Wir schauen nochmal auf die Wiederholung. Ausgangspunkt ist der Eckball. Und dann ist der Stand unwiderstehlich, wie er da mit dem Kopf zum Ball geht. Und dann ist der Treffer nicht mehr zu verhindern. Beim Ballbesitz nehmen sich beide nicht viel und beim Resultat natürlich bisher auch nicht. Unentschieden, alles drin, alles denkbar. Wir sehen viele Offensivaktionen, das macht Spaß. Und jetzt Griezmann. Da ist Pogba. Da ist der Spitzenlong nicht. Benzema jetzt am Ball. Das ist Pogba. Pogba mit dem super Zuspiel. Na. Die Gefahr erstmal wieder bereinigt. Das gibt's nicht. Da noch vorher crashen zum Bullen. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Vor ihm. Sehr schön. Da erobert er den Ball. Wenn's jetzt schnell geht, dann wird's gefährlich. Der Ball ist das weg. Gibt's nicht. Aus dieser Konterchance können sie nichts machen. Ich wieder so gut sauer von ihm. Nicht das erste Mal. Sauer auf mich selber, ne? Ja, ich habe schon gesehen, ich wollte mal jetzt, dass er nicht offside ist.
Jawohl! Das Tor, ich glaube, das ist jetzt doch fast schon der Aufstieg, oder? Ja, denke ich auch, das lassen Sie sich nicht mehr nehmen. Sie erhöhen Ihr Polster. Ich wünsche Ihnen, dass du abseits bist. Hier haben wir dieses Tor nochmal in der Wiederholung. Zuerst der Steilpass und dann entscheidet sich Kylian Mbappé fürs kurze Eck. Macht alles richtig, drin das Ding. England muss kommen, Rückstand jetzt. Rashford. Wichtig, er holt den Ball. Mbappé. Die Franzosen verlieren den Ball. Ich verstehe nicht, warum das... Jetzt hält beim Messen. Bin ich dran. Da ist Mbappé. So, Ballbesitz jetzt. Das kommt, der Gegner, wenn mit dem rennt, der kommt überall vorbei. Aber mir, wenn wir mit dem rennen... Er will den Ball. Gefällt ihm natürlich nicht, was hier gerade passiert. Ach, Kim! Oh, das sah vielversprechend aus. Glaube ich. Oh, nein. Er schießt nicht, er passt nicht, er hat der Ball nichts. Ah, das könnte es sein! Was war euch? Der fällt von selber zusammen. Ihr habt nichts gedruckt. Elfmeter für England. Hat die ganze Zeit auf die Frau geschlagen, oder siehst du was? Er tut einfach nichts. Der fällt von selber zusammen. Der Zipfi. Mein Gott, nein. Drei Tore quasi von dir für dem. Vielleicht. Ach, Kim. Diesen Elfmeter lassen Sie sich nicht das nehmen. Das ist so unfair. So. Ich habe nichts gedruckt. Das ist doch genau das, was wir sehen wollen. Ein spannendes, enges Match. Und jetzt haben wir hier auch wieder einen ausgeglichenen Spielstand. Kante. Der wenn einmal mit Arena dran, ne? Wenn sie mal mit einmal Arena dran, wenn Arena das holt. Ja. Ja. Gut gespielt, Ball geht nach außen. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Das kannst du komplett sein. An den langen Pfosten. Jetzt die Möglichkeit. Ja. Was für eine Aktion! So gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungstat! Ja, den will ich. Griezmann mit dem Ball. Ey, Sehr gutes Tackling. Ich verstehe nicht, warum das nicht geht, dass wenn ich auf Pass drücke, dass der gleich spült. Oh, jetzt wird vielleicht nochmal spannend. Kurz vor Spielende kommt die englische Mannschaft nochmal. Vielleicht gelingt jetzt nochmal was. Mein Lippe hat das nicht 5 Jahre braucht. Chance zur Führung! Das hat der Verteidiger klasse gemacht. So kommt der Schuss nicht durch. Da kommt die Flanke. Ja, Sie können erstmal klären. Wenn Sie dieses Ergebnis über die Ziellinie bringen, dann ist das der Aufstieg. Man merkt, wie hier alle mitzittern. Es wäre so wichtig für diese Mannschaft. Es wäre ihr Zug. Großer Einsatz. Einfach eine sympathische Truppe. Bin gespannt, ob sie es packen. Schau hier, das gibt's nicht. Mit dem Ballverlust. Regulär sind es noch 7 Minuten. Ganz sicher, auch dieser Ball kommt an. Das gibt's nicht. Es gibt es nicht. Es kann England drücken. Vielleicht bekommt dieses Spiel hier kurz vor Ende doch noch einen Sieger. Jetzt vielleicht die Chance. Weiter diese Szene, immer noch Gefahr. Der Kitschahid, der ist nur am Point. Ich bring den nicht vom Point. Shaw. Viel Übersicht bei diesem Pass. Flanke geht rüber an den langen Pfosten. Oh, wichtig. Jetzt soll ich einmal einen Fallrückzieher und Kopfdruckschuss haben und gehe in die Kipfe. Dann war ich oft gegangen, das soll ich aber sein. Ja, jetzt war ran. Die Franzosen verlieren den Ball. Viel mit Auge. Da musste der Torhüter nicht eingreifen, der Verteidiger hat geklärt. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Ballverlust von Pogba. Hast du gesehen, dass er dick ist? Die Nachspielzeit ist eingeblendet, 2 Minuten gibt er den Teams noch. Da kämpft er sich keine zurück. Klasse, er hat den Ball. Und jetzt Griezmann. Ball jetzt bei Griezmann. Und das war's hier. Die Saison ist noch nicht vorbei. Das 3-3. Das ist so unverdient. Ich und Starbucks für viel PS gespielt, ne? Wir haben Schluss auf die 3. Ja, wir haben eh schon aufgestiegen. 13 Punkte haben wir schon. Ja, ich hätte... Was denn gerne den Titel? Ja, haben wir da noch. Das war jetzt 6. Spiel. Für die letzten 4 müssen wir noch 1 gewinnen, dann haben wir den Titel. Oh, Mama Leone. Das ist aber so unfair. Durch ein Eigentor, durch ein Eigentor,
Gut, mein Gott, nein, wie viel Glück, Pech gewesen für uns. Durch einen Elfer, der überhaupt keiner war, und durch einen Ball, der, wenn er sein Eigen, wenn er uns mal anschließt, noch hinspringt, sie ihm wieder in den Lauf. Hat er sich gewungen. Ich hasse so viel an so einem Fußballspiel. So, Concentration. Heute melden jetzt wir uns aus dem Titel. Wembley Stadium, liebe Fußballfreunde. Herzlich willkommen zu dieser Begegnung. Wolf Fuß und Frank Buschmann sind auch heute wieder Ihre Kommentatoren. Heute zeigen wir für Sie eine Partie aus den Online-Saisons, in der schon vorzeitig der Titelträger gekürt werden könnte. England gegen Frankreich. Wenn Sie das Ding heute gewinnen, dann gehört der Titel vorzeitig Ihnen. Entweder ist der AFK oder... Und das ist der... Traum oder ist das? Wenn dann spielt er nochmal Mio, ne? Das wollen sie dann spielt er nicht gleich lang Tiere. Naja, weißt du, den Dings mit dem Weg wieder vor. Also, nein, nur wegen, nur weiter. Stones. Walker. Oder ich spiel oben. Da haben wir Stones. Ja, jetzt ist er da. Der Assistent hebt die Fahne abseits. Ganz knappes ja, abseits. Ding. Das gibt's nicht! Ich bin nicht auskennt, ja, warum hast du mir? Warum hast du mir eine Fitti reden lassen? Warum hast du das ja, mit ja, ich kann, ja, aber ich nicht dicker rennt! Ich kann nichts, du hast es selber! Du hast England, jetzt selber mit dem Ballverlust! Ich habe eh probiert, dass ich dicker renne! Pogba! Ballgewinn, gefährliche Position! Also, er zieht ab! Das wäre gefährlich geworden, aber er blockt ihn ab! So, da habe ich, hab ich mich hinreißen lassen! Die Engländer jetzt. Sehr gut aufgepasst. Das ist ein vielversprechender Pass. Gefährlich jetzt. Ach, Kim! Ecke. Das ist mein Pass zurück beim nächsten. Die Ecke kommt von Griezmann. Oh. Die Engländer bekommen hier den Vorteil. Einwurf Frankreich. Das ist ein Eich. Ist doch klar, dass er das zeigt, das Einsteigen vorhin war zu hart. Er hat erst noch den Vorteil okay, abgewartet. Genauso musst du das machen. Gut durchgesetzt, gefährlich. Die Chance. Spannender jawohl, geht es nicht. Wenn sie alles gewusst haben, was die alles gut sicher lassen wollen. Der Thomas Titelträger ist das ein Fußballspiel. Jetzt wäre es geschafft. Und das werden sie mit aller Macht verteidigen. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Chef. Mason Mount. Schön. Da verlieren die Engländer den Ball. Was? Immer noch die Franzosen. Vorbei. Kriegst du den? Alle. Baran am Ball. Dini hat den Ball. Ach, Kim. Kim, der vor mir auch gerät. Abseits. Schöner Pass. Oder abseits. Declan Rice. Was darfst du? Ich weiß nicht, was faul, du mit dem Ball. Und das ist eine gute Gelegenheit. Du hast immer. Du hast immer. Gerade ein Gefühl, dass du das Gesicht drückt. Ja. Kein Tor. Klasse gemacht. Das war knapp. Absicht war das nicht. Sind wir da nicht beim Wrestling oder was weiß ich was? Die Engländer im Angriff. Hat man nämlich das nächste Mal gibt. Gute Chance für eine Flanke. Ist es das nein, jetzt? Elfmeter, klarer Fall. Dass die immer zusammenfallen, dann drin ist hier wieder alles und offen. Dann ist hier wieder alles drin. Da zeigt er direkt auf den Punkt. Es gibt Elfmeter. Und dazu gelb. Nur gelb, muss man sagen. Ich bin's da. Stell mich sogar da um, schon her. Sie verwandeln diesen Elfmeter. Ja, nein! Ja, der weiß nicht, wie zu gut bin. Mein Gott, ne?
Die Wiederholung dieses Elfmeters zeigt, wie eng das war. Millimeter entscheiden über Treffer oder Fehlschuss. Der Ball zunächst am Pfosten und ja, springt dann doch über die Linie. Das war Glück. Ja. Jetzt hängt er. Die Franzosen verlieren den Ball. Ah, ja, der andere hat mich einfach festgehalten. Die Drecksau. Ja. Die Franzosen mit dem Ball gewinnen. Kante! Schuss kommt nicht durch. Ja. Ich hätte ihn auch mit Druck gemessen. Er zeigt auf den Punkt und das ist jetzt die große Chance, in Führung zu gehen. Ja. Aber den Elfer, den musst du erst mal machen. Schützenwechseln. Jetzt pass Obacht. Ja, lass uns nicht zu viel Zeit, dann schießt er selber. Es gibt hier Elfmeter. Und Geld noch dazu. Nicht so schnell, Popo. Der Strafstoß ist drin. Wunderbar. Das ist nur einer von Popo. Das geht mir so am Sack. Das geht mir schief. Das bin ich nicht angenommen. Ja. Die Souveräne. England muss kommen. Deswegen hole ich nicht immer, weil es im Gegner ist, glaube ich, Stock geht. Nein, also es geht mir echt schon am Sack dabei. Aber du gehst mir noch mehr am Sack in FIFA. Die Souveräne, ey. Conte. Rabiot. Einwurf für England. Oha! Ich habe einen Arm kurz angetippt gehabt. Ah, krieg ich nicht. Den Arm kurz O-Tipp-Code auf Y. Dann haut er dir das Waffe. Oha. Gibt's ein bisschen da nicht mehr. Lukas. Da ist er alleine durch. Nur Elfer. Die Gefahr scheint erstmal bereinigt. Das war ein hervorragender Zweikampf. Ich wollte nur mehr für den Halbspiel. Ich wollte den mit Puck kommen, den Elfer. Da ist die Szene vorbei. Das ist doch immer 4-1 vorher. Da bin ich bei 2-1. Dann haben wir einen Elfer gespielt jetzt. Nein. Das ist schon mehr erfüllt, dass der King Gameplay auch schon der Hund. Das war nicht gut vom Abwehrspieler. Sie holen sich den Ball. Mit seinem Schnitt schon hier. Also, not racing, aber ist er so. Mbappé. Du willst mir verzeihen, dass du da nachher gibst oder was? Es gibt Einwurf. Ja, anscheinend. Ist der Walker. Okay. Ist der Keil. Die Gelegenheit für die Flanke. Oha. Du wolltest aber jetzt mal schauen, du wolltest aber jetzt gut. Ich sag dir, der wäre verletzt. Klasse, wie er das macht, holt sich den Ball. Klasse Einsatz, faires Tackling. Ja, ich habe nicht passt, Kinder. Ich drück die ganze Zeit auf den Weg, aber er spielt einfach nicht. Frag mich nicht, warum. Der Konter wird gestoppt und jetzt muss es in die andere Richtung gehen. Paul Pogba. Klasse Chance jetzt. Jawohl. Das Tor und damit ist die Ausgangslage noch komfortabler. Gehen Sie mal. Oh, Pause. Der Rugby-Boy 78. Wir zeigen gerade so ein Rugby-Boy. Oder ist noch ein 3-1 kein Putt mehr? Kann ich aber verstehen. Ja, ich kann ja verstehen. Gegen ein paar Wehren Strike ist es nicht mehr einfach. Ja. Ja, es sieht jetzt und hier wirklich nach dem Titel aus. Ich glaube, das Ding ist geritzt. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3-1. Ich wollte gerade wissen, was seine Mission ist. Jawohl. Der Pass, stark gemacht. Das lange Sie führen jetzt deutlich und das müsste es doch gewesen sein, oder? Sehe ich auch so. Das muss der Titel sein. Wir schauen noch mal kurz auf die Wiederholung. Doch, zunächst der gefährliche Steilpass. Und dann zieht er aus der Mitteldistanz wuchtig ab. Da ist der Torhüter absolut machtlos. Diesmal ist er faul. Willi. Okay. Also die Schiri mit der ist schon lächerlich. Freistoß für die Engländer. Ist der langsam, der Griezmann? Oh, fix! Der hat schon gar nichts, denke ich dann aber nicht, ist der hat die Gelbe Rote, ja. Ja, ist klar, der kriegt meine. Antoine Griezmann könnte hier durchaus den direkten Abschluss suchen, oder er hat genug Power dafür. Antoine Griezmann. Helfe? Natürlich nicht.
Na, der muss jetzt, der oder Griezmann, der er ist geht aufs Ganze mit der Grätsche, aber kein Foul, alles richtig gemacht. Nun Benzema. Da ist der Steilpass zu Griezmann. Ach, oh, okay. Na, Schut, ist was. Gute Balleroberung, was machen Sie draus? Was war denn jetzt das? Ja, das war. Ist das nicht ein Ding? Der Trick. Pause in dieser Begegnung, Buschi, und wenn wir uns die Reaktion der Fans anhören, dann müssen wir schon. Ich weiß nicht, wer ich weiß. Ich war geplant. Ich weiß nicht, wer ich weiß. Dann wollte ich eigentlich einen Hacke zu Hacke machen, den hat er da nicht gemacht. Dann wollte ich einen Distanzschuss mitpacken, hier einmal der so rum hat. Ein Code für dich Code, so muss es sein. Die Equipe Tricolore hier in Führung. Mal sehen, wie es im zweiten Durchgang für sie läuft. Kein Kommentar für die bitte. Guter Vorstoß. Passt. Mir greift die auch schon Geld. Deswegen habe ich auch nicht B oder siehst du es druck. Deswegen bin ich einfach nur gerannt, ja. In der Hoffnung, dass man irgendwie ohne. Ja. Die Engländer jetzt. Super Aktion, das ist die Balleroberung. Das ist mir die letzten Spiele schon aufgefallen, dass die irgendwie ein bisschen matt ist. Da wäre Platz für den Konter. Hätte man den Bele oder so. Abseits. Immer noch die Franzosen, Vorteil. Na? Die Abwehr sucht noch nach. Dem Ohe! Ich bin hier extra auf ihn, dass er nicht wie Kofi immer. Da macht er ihn rein! Wirklich spät, bitte. Das sieht jetzt richtig gut aus für sie. Erste Pause angemeldet von Schulze. Alles klar. Ja, der Griezmann, aber schau mal hin, der hat noch fast voll. Ja, aber das ist jetzt langsam. Da Benzema und der Griezmann aus und bringst sie dann mit dem Benjeder und dem Dembélé oder dem Coman. Schnell ich halt einfach. Dann können wir noch mit dem haben wir 5-1 vorne. Oh, geht nicht aufgeben. So können wir es natürlich auch machen. Sagst du, wie es ist, so können wir es natürlich auch machen, dass einfach so Gegner mehr aufgibt da unten. Liga 3! Sieh mal! Lost my mind. Der Blitzfin irgendwie, dass du fast von der Mittellinie wegrennen musst. Willkommen im RTL. Ja, da in der Ding. Wenn du noch einen Spieler hast. Richtig gute Wetter stattfinden wird. Schön, dass sie sich für dieses Spiel entschieden haben. Kommentieren werden dieses Spiel Wolfuß und der Kollege Frank Buschmann. Wir übertragen heute ein Spiel vom ersten Spieltag der Online-Saison. Manchester City gegen Frankreich. Neue Saison, erster Spieltag. Heute der Auftritt des Titelträgers, also des Aufsteigers. Und das macht die Partie reizvoll. Die wollen wieder eine Menge zeigen. Und sie haben auch in dieser Division alle Möglichkeiten. Manchester City auf dem Weg zum Tor. Rodrigo. Ja, da ist er zur Stelle, Ball gewinnen. Liga 3, vor allem wenn solche Tür gehen. Das ist wieder der Bock. Mbappé lässt sich nicht stören. Jetzt die Möglichkeit. Was für eine Technik. Sehr schön. Der Mbappé, das ist ja, der ist gut. Also das ist natürlich eine überragende Szene. Da ist der Kanté wieder der Mitte-Abstaber. Steht der Gold richtig. Volle genommen, das ist gar nicht so einfach. Macht dann technisch perfekt. Der gute Längste, ein Schuss hier für einen Strich. Und deswegen feiern sie zurecht. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Er legt es in zu weit 4.
Manchester City mit dem nächsten Angriff. Was für jawohl, eine Lori. Jawohl. Hugo Lori. Ecke kommt rein. Abwehrversuch scheitert. Damit geht weiter. Gutes Tackling. Ilkay Gündoğan. Gut abgeblockt. Bitte vorne. Schön. Ja, der Griezmann ist. Jetzt langsam raus, der jetzt schon mittlerweile. Und der Ball geht auf den Flügel zu Sterling. Chance zur Flanke jetzt. Ja, wenn wir uns alle zu früh geben. Gut von Lloris. Kommt da mit der Faust ran. Pogba am Ball. Thierry Henry ist ja der Rekordtorschütze von Frankreich. Wer ist denn der Rekordspieler, Buschi? Das ist Lilian Thuram. Unglaubliche 142 Spiele hat er für die Nationalmannschaft. Sorry. Mahrez. Ihr Kind wird bis alles, wenn er raus. Ball ist bei Frankreich. Nein. Gabriel Jesus, nein. Macht er den? Oh. Da haben sie Glück. 100. Der Ball geht knapp an. Ich 100 links, den, ehrlich gesagt. Ja, ich nervig mit das jetzt. Stimmt, eigentlich schon. Die ich habe eigentlich auch vorgespielt, aber das ist kein. Naja, ist nicht. Das geht. Last Einwurf, Ball ist draußen. Hole. Da oben, der fordert den Ball. De Bruyne. Rodrigo. City verliert sehr den Ball. Sehr schön. Jetzt Benzema am Ball. Mike, Benzema verliert den Ball. Steilpass De Bruyne. Oh nein. Sterling hat den Steilpass. Der geht nicht rein. Jetzt vielleicht. Der Lloris. Ganz stark abgeblockt. Ich wollte schon fast ausziehen, aber der zweite, der war mitgerannt, ist es. Die Ecke kommt rein. Da ist der Keeper ganz energisch. Der Ball ist erstmal weg. Gündoğan. Ball bleibt hängen bei Paul Pogba. Gut verteidigt hier. Er kann ihn nicht aufhalten. Das haben wir schon häufiger gesehen heute. Er blockt die Schüsse ab und kann so seinem Keeper enorm helfen. Und nun Pogba. Rabiot. Gut durchgesetzt, gefährlich. Mbappé. Ja. Im Grunde müssen sie dadurch hier die Führung weiter ausbauen. Aber ich nicht verstanden. Dann können sie das Ganze hier deutlich entspannter anschauen. So bleibt spannend. Das könnte vielleicht was werden. Karim Benzema. Kylian Mbappé Lothar. Da ist der Bräune. Ich konnte es nicht leisten. Platz für den Konter. Ja, wer lässt sich da etwas zu viel Zeit? Könnte der Ausgleich werden? Ein unfassbares Tor! Das kannst du kaum. Das Tor wird nicht gegeben. Würde ich gerade das war kein Tor, nicht, hey? War gerade ganz komisch. Also kein Tee, kriegst du das Kopfball-Duell. Ja, sind wir so bereitet. Und jetzt Griezmann. Da ist Pogba. Spielst du das gut? Pogba. Benzema! Bam! Ederson macht zu. Kein Tor. Was für eine Aktion von Ederson aus dieser Distanz. So, Ecke kommt. Ja, ich weiß nicht, warum ich schon wieder nicht drauf darf, aber... Oh, oh. Oh, oh. Da reichen sie nicht mehr, wieder kein Tee. Buschi, bislang durchaus brauchbarer erster Durchgang. Nein. Sie liegen ja nur knapp gehofft. Die haben wenig Reis verloren. Manchester City kann hier noch alles erreichen. Das zeigt ja der Spielverlauf. Fällt das Tor doch noch? Oh, Scheiße, ist das Ding. Könnte was werden, die Franzosen versuchen es nochmal. Verteidiger ist der Kimde genau hier. Hereingabe Mbappé. Vielleicht die Möglichkeit jetzt. Der wäre gut gekommen, aber der Schuss wird abgeblockt. Da ist er da. Guter Zweikampf. Er hat den Ball. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Ja, wohl ganz wichtige Grätsche.
Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. City verliert sehr schön. Benzema. Ball soll zu Benzema. Hä? Flanke bleibt hier also ergebnislos. Ballverlust. Ich weiß nicht, wie es und da wird die Nachspielzeit angezeigt. Eine Minute gibt es noch oben drauf. Ja, Achim, ich frag's mich, was das gerade sollt. Das war ein sicheres Tor gewesen. Haben wir in Halbzeit 1. Ich frag's mich, was das sollt. Ich hab keine Ahnung. Der ist gut. Der ist nicht schlecht, ja. Aber wir können ihn mithalten. Ja, das ist auf alle Fälle. Da ist Defensivarbeit gefragt. Eine schwitzige Angelegenheit, mal das um. Aber gut, dass der Papier da vorne so schnell durchhielt und der Kante da inmitten gestanden ist. Richtig. Gleich am Anfang haben wir ihm gleich mal seinen kleinen Kriegsstoß zerbrot. Aha, genau. Wir sind mit den Leben. Jetzt werden wir dann wirklich einmal auswechseln. Und dann mal Griezmann als Stürmer rein und rechts eben weil ein Coman oder ein Dembélé oder sowas. Außer also du sagst, du bist Fullpay-Spin und dann mal den Benzema und Griezmann aussehen und dann bei P in Stürm und links ein Coman, rechts ein Dembélé. Dann haben wir Fullpay-Spin. Ja, das können wir zum Schluss dass dann machen. Aber jetzt da den Benzema noch drin lassen, weil das ist glaube ich der Kopfballstärkste, den du vorhin hast. Und für den ein oder andere Kopfballtor ist dir den dann aber gut. Ja, eben. Ja, da haben wir ein paar Leute drin. Da ist der Pogba nicht schlecht, da ist der Griezmann nicht schlecht, da ist der Varane hinten nicht nach schlecht. Nach der guten ersten Hälfte sind wir gespannt auf den zweiten nicht, Durchgang der Franzosen. Nicht, Lukas, das Zuspiel draußen auf dem Flügel. Mbappé. Jetzt ist keiner Fan. Jetzt ist er durch. Klasse Pass. Ich will jetzt eigentlich noch mit Durin und dann Flanke bringen. Das gibt Einwurf. Und zweitens von drin. Nein, ich habe noch X-Sänger, ich komme nicht hin. Schön. Da ist der Ball weg. Bernardo. Oh. Der Pass lässt sich dahin. Das ist der Klassiker. Gabriel Jesus. Das ist jetzt wieder der Klassiker. Sie stehen hoch, nein, sie machen nein. Druck und sie machen das Tor. Wolf, was willst du da machen? Die sind unglaublich diszipliniert. Spielen das ein ums andere Mal perfekt. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Mein Gott, ne. Warum will ich das Glück nicht mehr? Pogba jetzt. Das ist Digne. Die Franzosen mit einem Angriff jetzt. Da kommen sie in Ballbesitz. Sehr gutes Tackling. Der so lang braucht, bis sie einmal im Extra hat. De Bruyne. Riyad Mahrez. Jetzt ist die Kugel weg. Rabiot. Ruhiger Aufbau, aber sie ziehen clever ihr Spiel auf. Vielleicht gelingt jetzt die Führung. Flanke abgeblockt. N'Golo Kanté. Pogba. Schatz. Er pfeift sie zurück. Es gibt Abseits. Und das ist der Ballverlust. Griezmann am Ball. Jawohl. Sie liegen ja. Vorne. Und jetzt müssen wir mal abwarten, wie sich das Spiel entwickelt. Es muss ja eigentlich eine Reaktion kommen. Warte mal schnell, weil meine Batterie gleich lassen muss ich schnell laschen. Jo.
Holo, holo. Du mit. Holo. Was? Du mit deinen Batterien, das ist auch so Hassliebe, gell? Ich starte aber jetzt die Auflaufbahn. Ja, okay. Wir schauen noch mal kurz auf die Wiederholung. Zunächst der gefährliche Steilpass. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Oh, leck, hat viel jetzt gerade geleckt. Vorteil für Manchester City. Die müssen jetzt rumdodgen, da. Schön dazwischen gegangen. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Was machen Sie draus? Karim Benzema. Riesenchance, Mbappé ist abseits. Da wird da das Timing mit ganz effi. Den haben wir nicht gerechnet, weil wir uns vielleicht gut gewinnen. Mahrez. İlkay Gündoğan. Das muss der Ausgleich sein. Parade von Lloris, weiter geht's. Ein fantastischer Treffer. Ja. Und das Tor zählt nicht. Nein, der Assistent hatte die Fahne gehoben. Oh oh. Sprichst du bei gerne am KT, die sogar da. Bernardo. Und scheiße, die Chance, aber nein, er gibt abseits. Nein, leider Schuss. Hoch und weit bringt sich halt. Ja, genau. Jetzt bist du weggegrenzt. Ja, jetzt bist du weggegrenzt. Gabriel Jesus. Sterling. Ja, das ist kein Foul. Das ist ja, da ist er zur Stelle, Ball gewinnen. Wenn wir wieder ruhig spielen. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Da, mit viel Übersicht. Da kommt niemand an. Na. Ja. Und Kevin De Bruyne. Keine Diskussion. Ein bisschen zu die Flanke. Hast du Pause? Ja. Jetzt wird Ende. Ich weiß nicht, haben wir einen guten Mittelfeldspieler für den Rabiot noch? Weil der ist eigentlich matt. Tolisso haben wir dabei. Sind es nur ein? Nein. Ja, da ist ein Tolisso rein. Hauptsache noch einen frischen Mann fürs Mittelfeld, der ein wenig Wuch mitbringt. Stell jetzt zu mit Pace vorhin, weil ich gesagt habe, weil Mbappé Mitte, links Coman und rechts Dembélé. Jawohl. Ist hier klar im Abseits. Jetzt haben wir 5 Sterne Skills und 4 Sterne Skills von einem Hafe Tempo. Das ist schon cool. Ich hau noch lieber ein bisschen. So. Kimbembe. Kein Kommentar. Conte. Schöner Spielaufbau. Ach, das ist der die Franzosen ist, verlieren den Ball. Ah, gute. Schöne Aktion. Oh, oh, oh. Ja. Das muss es sein. Man City ist wieder da. Das ist der Ausgleich in dieser Partie. Es ist ein enges Spiel. Und das drückt jetzt auch der aktuelle Spielstand aus. Paul Pogba, zurück zum Mbappé. Könnte die Führung werden. Ziemlich... Jawohl! Jawohl! Sehr schön ausgespielt. Wunderbar! Oder? Er gehört vielleicht halt wirklich zu den Besten und das zeigt er gerade auch in diesen Spielsituationen. Bam, 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 hier nochmal die Wiederholung des Tors. Erst dieser Doppelpass von Paul Pogba. Und dann ist Kylian Mbappé aus der Mitteldistanz zur Stelle. Ja, schöne Aktion. Sehr schön. Da sieht man mal wieder, was der für ein Auge hat. Kimbembe, da ist Pogba, Tolisso, Coman, das ist natürlich hervorragend, wie da der Ball läuft. Ja, sie spielen sehr präzise und das hier auch nicht zum ersten Mal. Pogba. Ja, genauso wollte ich es, genauso wollte ich es. Richtig schlimm werden. Jetzt haben wir einen schwindelnden Kasten hinterher und jetzt ist die Chance auf ein weiteres Gegentor. Ah nein, beim Pogba nicht mehr. Keine Frage für mich, Buschi. Hier muss es Elfmeter geben. Nur, dass es keine Karte gibt, das überrascht mich doch. Ja, das jetzt muss man ganz deutlich für. Sagen. Jetzt. Das ist eine Fehlentscheidung, das war mindestens gelb. Latte, aber die Chance lebt noch.
Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Ja. Scheiß hier alles klar zu machen bei diesem Freistoß, aber nix ist. Weiter der knappe Vorsprung. Oh, Hanepus nicht jo. Seine Pässe kommen heute richtig gut an. Sie liegen vorne, aber es ist nur ein Tor. Dünner Vorsprung, auch wenn wir nur noch 5 Minuten auf der Uhr haben. Da steht er deutlich im Abseits. Auch kurz vor Schluss will ich hier keine Prognose abgeben. Noch ist alles möglich. Mbappé. Das, ich habe nicht so da eine Tee. Aber hier ich eigentlich gleich, ich habe schon kurz umtippt. Ich glaube, es war Steilpost. Das hat er vorher hingehauen. Dann dürfen Sie sich bei den Fans bedanken. Der Pass kommt an, da ist er heute extrem sicher. Mbappé, die Chance auf den Konter. Leckt. 2 Minuten bekommen wir hier Nachspielzeit. Jetzt können Sie es entscheiden! Jawohl. Was war das denn für ein Konter? Bam. Und was für ein Tor! Alles richtig gemacht! Ich würde die schnelle Leichtfüge wissen, wenn ich so nicht, wie es ist. Das werden wir da zukünftig spielen. Ja. Oder wir lassen es so, dass wir... Dass wir Er setzt sich durch. Den einwechseln und dann kommst du vorne rein, aber es weißt, ne? Am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor umzusetzen. Eigentlich nicht besonders dumm, weil dann haben die anderen auch noch wieder ein gutes Tempo dabei. Jetzt kommst du eigentlich nochmal dann. Tut mir so oder so. Ist ja geil. War der erste Gegner seit langem mit, aber nicht noch 60 Minuten ausgewiesen. Willst du umstellen? Sagst du aus. Ich darf es zuerst einmal so lassen. Ja, dann bleiben wir so. Haben wir so eine ganze Zeit gekommen jetzt. Seien Sie herzlich gegrüßt, liebe Zuschauer, willkommen hier in Liverpool. In Paris ist das Wetter richtig schön und es ist klasse, dass Sie wieder ein Spiel haben. Ja, wenn man mehr auf Pass spielt, nicht auf Billet oder Sauber. Das gewohnte Kommentatorenteam, wir sind bereit und ich glaube, Sie daheim sind es auch. Frankreich gegen Liverpool. Sie sind optimal in die Saison gestartet, ein Spiel, ein Sieg und heute soll natürlich direkt der zweite folgen. Einfach wird das nicht. Aber wir haben gesehen, wo die Stärken der Mannschaft liegen. Wenn sie die heute wieder auf den Rasen bringen, dann passt das. Oh ja, es war durchaus. Ich hole einen Passdruck zum Schluss, aber er wollte nicht. Ja, ja mein Gott, wir tun mal schick. Ganzen Bühne mit. Weiter geht es mit einem. Je leichter war der Christbaum, leider zu so. Ja, das ist mir von mir nichts. Lucas Digne. Der weite Ball für Karim Benzema. Der Abwehrspieler wirft sich in den Schuss. Kolo zu dir wollen, ne? Die Ecke kommt von Griezmann. Da können sie klären. Da ist der Van Dijk da hinten dran, ja, natürlich. Zwei der besten Spieler stehen sich hier heute gegenüber. Also besser als die beiden heute in Sachen Offensive geht das nicht. Lukas. Kimpembe mit dem Ball. Rabiot. Ich drück schon lange auf Passen, aber es kommt einfach nichts Wurst. Mani. Es war so schön, wenn wir mit geschmeidigem Internet FIFA spielen können. Dann nimmt er nicht mit, Fabinho. Weil es kostet ja wieder was. Mani. Da hätten sie in Führung gehen können, gehen müssen. Sehe ich ganz genauso, war natürlich eine Riesenchance. Ich da am Griezmann, was ist mit dem Kopfball nicht? Ich da auch eh noch 4, was soll ich denn sitzen? Wijnaldum. Schön. Und er gewinnt den Zweikampf. Sadio Mane. Kein Corner. Gut dazwischen gegangen, im eigenen 16er. Da drücke ich jetzt auf B, weil ich blocken will und... Weil konnte der Ball so umeinander springen?
Das gibt's nicht. Spiel mir Ping-Pong oder was? Na, Pinball. Trent Alexander-Arnold. Verstehe dieses Geld. Die Fahne ist oben. Das war eine schwierige Entscheidung. Ich denke mal, an die Mittellinie kümmert ist nämlich bei Nalto. Wenn man aus der eigenen Hälfte entscheidet er auf Vorteil. Sehr gut gemacht vom Schiedsrichter. Das Thema haben wir irgendwann schon mit Kohl. Jetzt, Thiago. Ja, genau. Jorginho Wijnaldum. Der Ball in Richtung Thiago. Ja, es geht natürlich auch von der Hine. Da kommt er nicht richtig hinter den Ball, und dann ist er leicht abzugehen. Ja, von mir leicht auch äußert. Kommen nicht, warum? Also immer umwerfen. Von mir war es zuerst der Rodis. Conte. Vor allem bin ich. Rabiot. Die Franzosen verlieren den Ball. Ja, ist leicht äußert. Rodis leckt aus. Wird das eine Torchance? Vielleicht die Führung jetzt. Was für ein Tor. Wunderbar, wie er diesen Volley getroffen hat. Ding, absolutes Traumtor. Mit dem 28 Milliarden Volley. Wir sind jetzt also in Führung. 1-0. Der meiste auf der Welt war. Warum spielst du dann nicht auf viel geredet? Ja, der Pass von Salah. Gute Parade. Schau mir die so, der Lloris, der Kurier, der mich so einen geschissenen Prinzip gefangen. Der geht so schön. Wir hätten die Führung ausbauen können. Ja, und man merkt es natürlich, das ärgert. Ich kann drücken, weil ich will. Er spielt ein sauberes Bett und das Pass immer auf, und immer wieder. Wir haben wieder keinen Linksverteidiger mehr. Ist abseits, da hat das Timing nicht gestimmt. Rabiot. Ballbesitz Hernandez. Conte. Schönes Zuspiel. Der Schabit, der löst mich nicht. Er löst mich einfach nicht. Van Dijk. Alter, das leckt brutal jetzt. Was ist denn eigentlich wieder mit dem Internet los? Das kannst du keinem erzählen. Die erste Spiel ist so geschmeidig gegangen. Und jetzt Thiago. Wo soll ich noch mehr tun? Thiago mit der Chance. Klasse Aktion, Torwart hält den Ball fest. Eh schon Bruno. Mein Gott, nein, wo kommt er wieder hin? Dinje. Das ist bei keinem anderen, aber nur bei uns. Oh, nun Pogba. Benzema mit dem Ball jetzt. Pogba am Ball. Pogba mit dem super Zuspiel. Nicht so einfach hier, er versucht den Ball. Ja. Und Tor! Mit ganz viel Gefühl. Hier gibt es nichts. Sagen Sie uns. Sie haben ja also den Ausgleich geschafft. 1-1. Ja, es ist ein nicht schlechtes Moment dazu sagen. Da packt er einen Trick aus. Klasse. Ballverlust Salah. Das gibt's nicht. Schon lange ein Pass nach hinten wieder gespielt. Trent Alexander-Arnold. Da ist die Balleroberung. Kylian Mbappé-Lotin. Schwacher Abschluss, da hat er den Ball nicht voll erwischt. Auf dem Papier müsste das hier für sie laufen, das ist ja keine Frage, aber wo sind die klaren Chancen? Und so ist es eben nur ein Unentschieden. Ganz alleine! Bei Geid, ja, Lloris vereitelt diese Großchance. Boah, das war ganz wichtig, das war eine Glanzparade. So, Ecke kommt. Sie können nicht klären, sind weiterhin mit. Sie haben den Ball. Und man merkt wieder alle aufatmen in der Abwehr. Das war gefährlich. Auf der Linie geklärt. Es hat nicht viel gefehlt. Ich weiß nicht, ob du den kriegst. Ich muss das Pass auf den Flügel. Mbappé. Pogba. Da gewinnt er den Zweikampf. Chance zum Konter jetzt. Na, ich will irgendwelche unten. So, wer hat jetzt die entscheidende Idee? Könnte die Führung werden. Ja. Die Kurve, die haben ständig der Kurve, dass ich nicht springe. Das gibt's nicht. Jetzt bitte nur? Ja. Okay. Ich weiß, dass du irgendwann seit der 5, seit der 30 nichts mehr gesagt hast. Liverpool ist Stürmer. Und damit geht die Partie hier weiter. Wir gehen rein in die zweite Hälfte. Echt Sturm. Bin ausgewechselt. Der geht der vorbei mit dem Trick. Achso.
Passt. Da erobert er den Ball. Kimmich. Der Ball von Fabinho wird abgefangen. An den geschissenen Ball hier. Das ist vielleicht gar nicht verkehrt, mich auswechseln. Jetzt die Franzosen mit dem Freistoß. Das ist mit, für mich, glaubt die Gelbe auf alle Fälle. Er mahnt den Spieler, also anstatt umhauen, gleich die Karte zu zeigen. Und wir sehen, Kommunikation ist wichtig auf dem Platz. Der Spieler weiß jetzt ganz genau, dass er aufpassen muss. Sicher vom Torwart. Gut gemacht. Was vielleicht nicht nur ist. Ja. Wie beurteilst du die Leistung von Kylian Mbappé im ersten Abschnitt? Er hat den Ausgleich gemacht, das dürfte Auftrieb geben. Den das könnte die Gelegenheit geben. Klasse Flanke. Da ist ja das Tor und der Trainer hat wirklich genau den richtigen Wechsel vorgenommen. Absolut. Sehr schön. Der neue Mann macht es. Das ist mein Glücksgriff. Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Ganz energisch, sie kämpfen um den Ball. Schönes Zuspiel. Vorne der Ball gewinnen. Jawohl! Das ist natürlich das Ergebnis ihres frühen Störens. Absolut richtig erkannt, Wolf. Sofort der Druck, sofort das Draufgehen. Und dann passieren halt diese Fehler bei diesem extremen Pressing. Wir sehen es in dieser Wiederholung, wie sie Druck machen, wie sie immer wieder den Ball erobern, wie sie ihr Spiel aufziehen. Und wenn du das so geschickt machst, dann fallen Tore. Denk mal an so ein Puyi, wie du sechst das. Pass mit der Hacke, schön. Jetzt ist die Kugel weg. Ja, mit viel Übersicht. Ich bin unten. Vielleicht der Anschlusstreffer. Also das hätte doch mal Spannung in dieses Spiel gebracht. So geht's erstmal weiter mit der klaren Führung. Ich glaube, das waren die Nerven. Den müssen sie machen. Thiago dazwischen. Coman. Rabiot. Gut dazwischen gegangen, im eigenen 16er. Immer Immer Affe. Keine Gefahr, die Flanke wird schön abgeblockt. Muss Ecke geben, da waren sie noch dran. Die Ecke kommt rein. Der Torwart geht da gar kein Risiko ein, faustet den Ball weg. Ja, weh. Schön gesehen. Jetzt haben sie den Ball. Der Wijnaldum hätte mit der Kühl jetzt easy vorbeiziehen. Meine ist so leck. Nein. Das ist jetzt. Ich habe noch extra rausgezogen. Das sind Stör. Ja. War vielleicht ein bisschen riskant, aber. So, Ecke kommt. Der Kopfball eigentlich eine gute Chance, aber am Ende fast harmlos. Ja, ne? Ja. Kein Grund zur Aufregung. Den hat er nicht richtig getroffen. Muss er abhaken. Ja, das sieht gut aus. Schön. Er holt sich den Ball. Thiago Alcantara. Da hat er klasse gearbeitet. Könnte den Konter geben. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Abwehr muss aufpassen. Mit der Grätsche holt er sich den Ball. Dir einen Ball noch. Auch das war wieder ein exzellentes Zuspiel. Oh mein Gott, super dieses Zuspiel. Aus dem Angriff haben sie Diogo Jota. Und sie verkackt es bei Grätschen nicht müssen. Ich habe am Motto gegrätscht. Ja, ich will es nicht, weil ich nicht denke, dass jetzt dann von hinten 3:2 also. Da ist alles drin. Ja. Sie haben heute nicht schlecht, das ist das Problem. Diogo Jota! Kein guter Abschluss. Kannst du One-Shit sicher fangen, Meluris? One-Shit! Patrick Long oder mich? Mein Gott. Die Ecke kommt. Keeper geht auf Nummer sicher. Faustet diese Ecke erstmal weg. Und jetzt Thiago. Er entscheidet schnell und richtig. Er gibt Vorteil. Ach, Kim. Das ist riskant, wie er hier reingeht. Und er hat den Ball. Oh, die Grätschen war so wichtig.
Kein Pfiff, Vorteil. Vielleicht können sie das jetzt ausnutzen. Kann er was draus machen? Was macht er draus? Ihr nehmt sich selbe zusammen und wir kommen noch in Kampo. Hier wurde auch Vorteil. Warum ist alles faul? Sehr gute Entscheidung. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Sehr schön. Richtig tolle. Jetzt ist der Platz da. Mbappé! Jawohl! Er macht tatsächlich sein drittes Tor heute. Wahnsinn! Ich bin extra unten, dass die anderen nicht wegrennen von mir. Ja. Jetzt haben wir noch wegen einem fitteren Mittelfeldspieler rein und noch. Ja. Ein Rabiot wieder, was sie da, weil die wieder ganz schnell motten. Oder ein Puck. Ja, alle beim Rabiot oder Puckpo ist durch. Puckpo, wenn wir einen Elfer kriegen, dann haben wir den Puckpo einen Elfer schießen. Nein. Mein Puckpo einen Elfer schießen. Der 5 Minuten einfach. Ja. 5 Minuten Nachspielzeit. Pogba braucht 10 Minuten zum Urlaufen. Jetzt hat man die Leben einfach. Wir schauen nochmal auf die Wiederholung. Das ist ein richtig gut gespielter Konter. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach. Jetzt sicher spielen, jetzt darf man es kaum mehr einschicken lassen. Den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Tolisso. Conte. Ja, ich wollte nicht durchstecken. Kanté mit dem Ballverlust. Hamum. Freistoß für Liverpool. Ich muss mit dem. Regulär sind es hier noch 7 Minuten. Aber nicht. Van Dijk ist zur Stelle. Chabushi, es sieht nach einer herben Niederlage aus. Wie ist deine Einschätzung? Oh. Enttäuschung, wo man hinschaut bei Liverpool. Ich glaube, die haben sich aufgegeben. Wer soll hier noch für die Wände sorgen? Wer soll das noch drehen? Nee. Schönes Ding! Oh, jetzt hast du mich umgeschossen! Franzosen verlieren den Ball. Jetzt. Schöner Einsatz. Das wichtig, dass sie da klären. Ballgewinn, gefährliche Position. Den Zweikampf führt er gut, jetzt hat er den Ball. Hast du nicht keiner mehr erwischt im Wien. Mbappé. Da ist Pogba. Gutes Ach, Kim! Wieder ein guter Pass von ihm, nicht das erste Mal heute. Am Ball ist da jetzt Sadio Mané. Mané bringt den Ball rein. Bitter, 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 ein Eigentor. Du bist nicht falsch. Fuß erwischt und dann oh, so den Ball clean, ins eigene Tor ab. Ja, nicht wirklich glücklich reagiert, aber das kommt vor. Die spielen hier beide mit offenem Visier und dann ist der Spielstand auch keine Überraschung mehr. War dann jetzt dies. Ja, ich habe auf einen Pass auf A gespielt. Das tut mir leid. Muss man sehen, warum. Sehr gut aufgepasst. Hab ich? Jetzt gibt's Schluss für diese Partie. Ich jetzt aber volle Winkel, eine volle Bip. Ich will das Ding hätten. Ja. Das kann schon uns passieren. Ich will das Eigentor sehen. Das geht auch. Alles da jetzt, Sadio Mané. Mané bringt den Ball rein. Bitter, bitter, bitter. Ein jetzt Eigentor. Das Eigentor vom Varane. Ja. Ich schau's mir gerade durch. Was ist bei? Wenn wir zu den Gegner kehren, der hat die Shot 1-2-1 sowas. Da ist der Flachs, Leute. Aber richtig clean. Ich hab noch kein besseres Eigentor nicht gesehen, glaube ich. Sag doch, wie es ist. Eigentlich mit dem Clippen, ne? Eigentlich geht's geklippt, ja. Eclipse. Okay. Na, brutal. Sehe es eigentlich vorher schon, sehe es und jetzt. Ich sag mir, wenn es beim Fall gegangen wärst, dass 1-1 das vom Hummel gewinnt. So quasi. So quasi fast. Ja. Aber jetzt wird schon aber kritisch. Da spitzt sich die Lage zu. Was ist jetzt? Was denn? Bist du dabei, oder? Ja. Okay. Ich darf schon gerne eine Kategorie auswählen, aber du lässt zwar keine mehr annehmen im Stream drin. Was ist denn jetzt los? Jetzt. Geht doch.
Ja, mit den Eigentoren hast du sie wieder. Kenn ich schon. Bist du fit in die Eigentoren? Diesen Mann. Der ist der Torschütze. Ich habe auch gesagt, den muss fit werden, dass ich schießen soll. Okay. Liebe Zuschauer, ich darf Sie sehr herzlich willkommen heißen hier bei unserem heutigen Spiel. Am Mikrofon sind wieder einmal Wolfuß und der Kollege. Ich will das so geschließen, Stadion, aber das ist einfach ein Spiel, das eine Menge verspricht. Bayern München gegen Frankreich. Das ist auf jeden Fall ein Spiel, auf das ich mich schon seit Tagen freue. Was ist denn jetzt das? Die Franzosen verlieren diesen Ball. Und Müller. Alter, das stört mich voll, ne? Ja, mich nervt wieder. Hat die den Wickelhammer gespielt? Jetzt die Möglichkeit! Das ist jetzt nicht dein Ernst! Dieses Tor ist natürlich. Ja, was sollst du machen? Wir reden im Beiwechsel, das ist so laufzeitig. Ich will nur Wickelhammer. Sofort da draufgehen. Und dann passieren halt diese Fehler bei diesem extremen Pressing. Das Kunst eigentlich kaum verzählen. Wir sind noch früh im Spiel. Da reicht Freistoß auf jeden Fall. Hier muss er nicht auch noch eine Karte zeigen. Das nervt mich. Das ist richtig, dass das. Rabiot. Schöner Pass jetzt, Griezmann. Steil gespielt, gute Idee. Ja, und schwisst er nicht gleich. Ich hab gleich geschossen. Und ich glaube, damit ist die Gefahr jetzt erstmal bereinigt. Und da ist wieder Rotlicht geschehen. Alfonso Davies. Zuschieber käme der Pass. Die Bayern mit dem Ballverlust. Griezmann jetzt ganz energisch. Ich wünsche lange gute Zweikampfführung. Das sind schick. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Benzema. Könnte der Ausgleich werden? Ja, ganz energisch. Ball ist weg, Gefahr erstmal bereinigt. Goretzka. Oh, viel Platz jetzt! Kingsley Coman! Ein fantastisches mein Tor! Gott, ne. Komm mal, das Stadion nicht mehr umstellen. Spielstand 2-0, die Kondel, im Moment die läuft nicht klar es drauf. Für Sie. Conte. Guter Pass hier von Goretzka. Mit dem Schuss verfehlt er das Ziel doch sehr deutlich. Ja, okay. Gefährlicher Pass von Goretzka. Der ist nie wieder vorne. Flanke zu ungenau, so hat sie der Torwart. Luis, wieder treffen. Mbappé. Mbappé. Zurück zu Mbappé. Hereingabe Mbappé. Chance lebt noch. Oh, ja. Ja, bei so einem Ding musst du natürlich auch ein bisschen Glück haben. Hat leider gefehlt. Er verliert da den Ball. Das war Robert Lewandowski. N'Golo Kanté. Süle mit dem schönen Zweikampf. Das geht's nicht. Das normal geht's springt nicht. Er heute halt dann alle weg der Ball. Jetzt weißt du, es ist mitgerinnt. Also fängt springt, diesen Ball ab. Nicht. Jetzt der Angriff über Mbappé. Oh, ich dachte, die machen mehr in dieser Szene. Aber jetzt haben sie den Ball verloren. Goretzka. Pavard. Kimmich. Ball ist bei Goretzka. Ballverlust Bayern München. Ich spiele mit Sponsoren und Unterstützer hinweisen. Sie würden uns freuen, wenn Sie diese Markierung einkaufen. Kimmich. Er hat den Ball. Gutes Tackling. Mbappé. Lässt sich nicht vom Ball trennen. Mbappé. Am langen Pfosten Benzema. Abwehrversuch scheitert. Szene geht weiter. Antoine Griezmann. Den Ball hat er ganz souverän. Ich drück nur noch B. Ich drück nur noch B. Vielleicht der Anschlusstreffer! Seid's? Frankreich mit dem Einwurf.
Jetzt Griezmann. Jetzt Benzema. Ja, mit viel Übersicht. Gute Aktion. Gute Chance, aber kein Tor. Und da wird der Trainer nicht zufrieden sein. Sowas müssen sie reinmachen. Also jetzt wird uns FIFA total faul. Jetzt haben wir ja schon wieder sauber zu aufgewungen, ne? Goretzka. Mit dem Ball Sané. Sané weiter am Ball. Guter Pass, vielleicht die Chance für den FC Bayern. Das wird hier Ecke geben. Ecke kommt von Kimmich. Keeper geht auf Nummer sicher, faustet diese Ecke erstmal weg. Pogba. Ah, da wäre jetzt Platz. Der Ball ist noch heiß. Wo startet der? Ball im Aus, Einwurf für die Bayern. Ich drücke auf B, beim Ballbesitz tun sich die Bayern hier bislang schwer. Aber das ist natürlich nicht die entscheidende Sache. Entscheidend sind die Tore und da liegt man vorne. Das ist effizient. Klasse Tackling hier. Einfach nichts hier haut. Na. Sané. Okay. Kimmich. Leroy Sané hat den Ball. Müller! Da kommt er nicht richtig hinter den Ball und dann ist er immer leicht die abzu- festere. Immer. Gibt Ecke. Ecke in die Mitte. Was für eine Aktion. Ja, so gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungstat. Da ist der Keeper ganz energisch. Der Ball ist erstmal weg. Den Ball holt er gut verteidigt. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Ja, geht. Schnell, weil ich schaue, ja, aus so einer schnell, Konterchance ja, müssen sie einfach mehr machen. Da verlieren sie den Ballbesitz. Also Alaba auf einmal 94.000 Tempo. Mit die nicht hier. Rabiot. Kanté hat den Ball. Schöner Pass. Der Assistent hebt die Fahne abseits. Ja, ganz knappes Ding. Nur noch mal hier denkt. Geht noch nicht raus. Mein Gott, ne? Goretzka. Ballverlust Goretzka. Scheinbar alles im Griff. 2-0. Das ist wirklich grausam. Das Stadion ist wirklich nicht. Da lernst du nur, ist wirklich scheiße zum Spielen. Nur extremst. Weißt du, sie können so gerne so machen, aber dann mal ich den Schatten ein wenig so andeuten, weißt du schon? Weißt du nicht umsonst schattieren? Aber nicht einmal stockfinster und der andere Seite, da hat es 1000 Grad. Das wäre, wenn es Alaska nicht mehr wüsste, wie es jetzt. Ja, genau. Und da steht die Minecraft vor. Ja, zweiter Durchgang ist eröffnet. Es stimmt, bis wir drin, gell? Dembélé mit dem Ballverlust. Warum hat er jetzt zurückgepasst? Hä? Hat er jetzt die ganze Zeit noch nicht gesehen? Komm mal. Flanke auf Müller. Wichtig, dass er da klärt. Pogba jetzt. Kanté ist das. Oh, nun Pogba. Dembélé. Kein Tor! Da blocken sie den Ball gerade noch ab. Jetzt die Franzosen. Die Gelegenheit für die Flanke. Und die Flanke hat er. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Gut verteidigt. Die Franzosen verlieren diesen Ball. Er lässt sich da nicht aufhalten. Gut von Varane. Er blockt den Ball. Pogba jetzt. Das Pressing hier gegen Pogba. Ballbesitz jetzt. Nein, er kann diese Chance nicht nutzen. Ah, den Kopfball hat er nie richtig unter Kontrolle bekommen. Da fehlt doch einiges und er wird sich ärgern.
Lewandowski. Müller, klasse! Genau. Und Tor! Mit ganz viel Gefühl! Wir sehen uns das Tor nochmal an. Der Doppelpass von Thomas Müller. Und dann macht's Robert Lewandowski so, wie man es von ihm kennt. Er sieht die Lücke, lupft das Ding. Ja, und hier liegt der unser. Das gibt Freistoß für Frankreich. Digne. Rabiot. Ein Pass mit viel Auge. Hereingabe geht darüber an den langen Pfosten. Er kann dann auch Druck kommen. Es geht doch nicht. Jetzt ist Platz für den Konter. Ich wollte nicht grätschen, weil... Leere Konterchance gewesen, aber sie verlieren den Ball. Oh, einfach weit. Ja, weiter die Franzosen. Vorteil. Da kommt der Pass auf außen. Dembélé. Guter Einsatz, aber jetzt Einwurf. Die Aktion wird jetzt also doch noch bestraft. Er sieht hier die gelbe Karte. Und das geht auch vollkommen in Ordnung. Ich denke, da kann er sich nicht beschweren. Und jetzt Lewandowski. Und jetzt Lewandowski. Jetzt nochmal die Bayern. Die Bayern mit dem Ballverlust. Coman. Jetzt kann die Hereingabe kommen. Es ist gibt's da ist der Ball weg. Er springt aber dann auch nicht, dass er mit dem Faust drüber rutscht und da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Den nimmt er heute einfach aus, weil es ist erklärt. Weiter Pass geht zu Thomas Müller. Ja, das ist gut. Das hätte gefährlich werden können. Gute Aktion. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Goretzka mit dem Ballverlust hier. Da lässt er den Gegner aussteigen. Rabiot. Hereingabe. Nee, keine echte Gefahr bei diesem Kopfball. Ich weiß nicht, da muss er schon mehr rausmachen. Das ist doch harmlos. Rabiot. Jetzt die Franzosen. Sehr guter Einsatz. Das ist es. Das ist von dem nicht, dass der weißt, dass der Bullen von ihm, wenn er die wenn Chance hat, vielleicht zum Konter. Dann 5 Meter gesprungen. Das gibt es bei den Gegnern nicht. Du weißt, Serge Gnabry. Ja, könnte gefährlich werden jetzt. Spielst du noch FIFA? Ist abseits. Da hat das Timing nicht gestimmt. Rabiot. Die Franzosen verlieren den Ball. Den Zweikampf führt er gut, jetzt hat er den Ball. Seine Pässe kommen heute richtig gut an. Ja, guter Pass. Die Chance jetzt. Und der Block hier von Boateng. Immer. Ach, sie werden hier wechseln. Abstoß, ja. Ich habe zwar hochgeschossen und er ist für Ermins aus, aber ja, ich war. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Ja. Ich kann nicht das Spiel ist durch, da lege ich mich fest und sie gewinnen hier das dann auch verdient. Sie waren einfach überlegen. Ist immer einer da. Wird da was draus für die Bayern? Abwehr hat aufgepasst. Seine Zuspiele sind heute sehr genau. Ballverlust von Pogba. Damit den irgendwer mit Durchstecker kann oder so, ist nicht die Möglichkeit. Ja, 6 ist, das ist genau das. Wo sie wollen. Das können sie spielen. Das einfach mit Bühne nehmen. Das kotzt mir sofort da. Die Chance genau, auf den Konter. Druck, LB da kommt der Konter. Und ganz leicht auf Y. Dann schaust du mal, was du hast. Muss Einwurf geben. Das ist nicht normal. Pogba. Hereingabe von Pogba. Nee, das wird nichts. Ball im Auge. Da verlieren sie den Ball. Eine Minute Nachspielzeit bekommen wir noch. Sie müssen hier also eine Niederlage hinnehmen. Das war der Schlusspfiff in dieser Partie. Das ist Wahnsinn. Wenn sie den Titel
Aber dann, wenn man hinten liegt, dann leckt es nicht mehr, ne? Ja, dort, na, ist ja wirklich so. Für mich ist nichts mehr da. Außer in der zweiten Halbzeit waren wir da. Zum Beispiel einen gescheiten Hänger drin gehabt, weil ich alles gelegt habe. Oh, ich sag's mir, es ist schon kein Bock mehr, Alter. FIFA. Läuft der Stream noch? Der Stream läuft jetzt schon, den Video aber jetzt beenden, das erste Mal.